What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Ich habe jetzt diesen Perk mitgenommen, den wir in der letzten Folge bekommen haben, und nehme auch diese Sachen hier mit. Und dann spielen wir wieder als lieber Killer, als Fallensteller, und wir sehen uns gleich wieder. Dann lasst uns doch in der gestörten Abteilung Killer sein. Ja, da passe ich auch her. Schade ist es jetzt natürlich wirklich, dass wir nur noch eine einzige Falle stellen können und nicht mehr dieses geile, richtig geile Add-on von der letzten Folge haben. Das ist sehr, sehr schade, Freunde. Aber gut, wir werden es auch so irgendwie hinbekommen. Mal sehen, und wenn nicht, dann ist es ja auch egal. So, da hinten wurde schon etwas vergeigt, und gleich zweimal, Freunde. Gleich zweimal. Lasst uns doch mal hinsehen. Beziehungsweise Fallen stellen. Denn das gefällt mir doch immer wieder. Gemeine Fallen stellen. Da wurde schon einer fertig. Das finde ich jetzt wiederum nicht ganz so geil. Mach doch nicht so schnell, Freunde. Mach doch nicht so schnell. Es geht doch nicht. Auf jeden Fall treten wir gegen eine ganze Besatzung an. Es ist niemand irgendwie gelieft. Das ist immer gut. Auch hier legen wir eine Falle hin. Und dann mal sehen. Am Anfang geht das natürlich immer ein bisschen langsam dahin, wenn wir viele Fallen stellen. Das ist natürlich so. Aber ich hoffe, dass es sich am Ende auch lohnen wird. Jetzt gehen wir aber auf jeden Fall mal zu einem Generator. Hey, hi. Das war natürlich gemein, aber wir haben sie trotzdem gehittet. Und es droppen gerade die FPS wieder aus irgendeinem Grunde. Ich weiß es nicht warum, Freunde. Das ist natürlich schade, gerade in der Aufnahme. Gerade in der Aufnahme ist das nicht so geil. Das heißt, ich sollte vor der nächsten Aufnahme dieses Spiel neu starten. Aber okay, wir haben diese auf jeden Fall mal aufgehangen. Ich suche die ganze Zeit irgendwo nach Fallen. Aber es liegen hier keine Fallen mehr herum. Das ist kacke. Leute. Alter, sind hier so wenig Fallen auf der Map. Ist doch kacke. Das ist doch kacke, Freunde. Wurde befreit. Warum habe ich denn FPS-Traps da hinten? Ich sehe euch. Ich habe euch gesehen. Aber wo seid ihr jetzt hingelaufen? Mano. Okay, hier ist niemand. Geheilt haben sie sich auch auf jeden Fall. Wieder irgendwo gerade gehangen.
Naja, ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Hi. Ach, hallo. Das nervt mich von den Frame-Raten gerade sehr. Okay. Alter, ich finde auf dieser Map niemanden. Beziehungsweise die ich finde. Hey, Mädchen. Das gibt mir alles Punkte, das finde ich gut. Hey. Damit hat sie nicht gerechnet, dass ich von dieser Seite komme. Haben wir hier wieder den schönen, lieben Haken. Aber natürlich absolut kacke, dass die da so brav das alles machen. Manu, Freunde. Die Runde ist wieder nicht ganz so geil. Hallöchen. Dann holen wir doch sie wieder. Ich will dich. Wir haben dich ja. Haken, Haken. Und dann ist diese Dame aber auch tot. Dead by Daylight. Wissen wir doch. Irgendwer ist in eine Falle gelaufen. Nur weiß ich nicht. Ah, das ist weit, weit weg. Sehr, sehr weit weg. Oh, dann werden wir doch auch mal in diese Richtung gehen. Sehen wir uns doch das mal an. Okay, da kann ich gerade nicht. Ich muss dann unbedingt das Spiel neu starten, Freunde. Hier ist niemand. Es sind immer nur drei Leute und sie haben nur noch zwei Generatoren. Das heißt, es sollte wahrscheinlich auch bald erledigt sein. Ich weiß es nicht, wo ich hingehen soll. Bei diesem tut sich nichts. Ich bin es nicht mehr gewöhnt als Killer. Der wurde noch nicht mal angefangen. Wichtig ist immer auch viel durch die Gegend zu laufen. Dann machen es die Generatoren nicht ganz so schnell. Wenn sie Herzklopfen bekommen. So, jetzt schaue ich mal hier rein.
drüben. Oh, ich hab dich. Ich sehe dich. Hallöchen. Dann verfolgen wir sie doch weiter. Wir haben sie nämlich nicht aus den Augen verloren. Das hast du dir so gedacht, gell? Gut, wo ist denn der nächste Haken? Der ist eh gleich hier. Zu dem sollten wir eigentlich hinkommen. Hängst du schön? So, dann wollte ich jetzt hier mal das machen. Und dieses war das erste, dann hat es irgendwo da drüben doch auch noch irgendwo etwas umgehauen, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr genau, wo das war. Hier, genau. Einfach Punkte kassieren. Das ist das, was wir auf jeden Fall wollen. Dann holen wir uns auch hier wieder die Fallen. Legen diese auch gleich. Und auch gleich die nächste. Entkommen ist die Lady. Klappt irgendwie nicht ganz so mit den Fallen, muss ich sagen. Da. Hab dich ja schon wieder gesehen. Aber jetzt... Ach, hier. Hätte ich sie doch fast aus den Augen verloren. Aber eben nur fast. Hab dich, hab dich, hab dich. Wieder ab zum Haken. Das ist doch mittlerweile, glaube ich, schon mein Standardhaken, oder? Okay, tot. Zwei von vier haben wir zumindest schon. Hier ist nichts. Dann könnten wir doch eigentlich mal raufsehen. Wie sieht es denn hier aus? Da wurde auch nichts gemacht. Also am Anfang ging es ja ziemlich schnell voran, muss ich sagen. Aber jetzt lassen Sie sich Zeit mit den Generatoren. Da dürfte nichts sein, denn unsere Fallen stehen immer noch komplett. So, was macht ihr denn? Was macht ihr denn, Freunde? Er wurde immer noch nicht angefasst. Ist denn hier eigentlich noch jemand? Hä? Ich check's gerade nicht. Ich check's gerade gar nicht, Freunde. Wo sie sich denn alle verstecken. Ich habe auch keine Falle mehr. Okay. Och, jetzt habe ich jemanden gesehen.
Warum bleibst du da nur sitzen? Das war doch absolut klar, dass ich dich gesehen habe. Zumindest, wenn ich so grob auf die Tür renne. Nee, nicht auskommen. Oder hat sie den Haken weggemacht? Oder irgendjemand zumindest? Das ist aber gar nicht so geil. Weil ich glaube... Ja, jetzt renne ich natürlich in meine eigene. Aber es ist mir jetzt gerade egal. Danke. Hahaha. Das ist nämlich noch viel besser, aber jetzt kann ich es auf jeden Fall fix in den Keller bringen. Klappt doch. Klappt doch, Freunde. Und dann können wir nämlich auch hier wieder die Falle stellen. Und wenn er sie jetzt, oder sie, wie auch immer, ne, dann befreien will, dann wird es jetzt auf jeden Fall schwer, wenn hier beide Fallen sind. Dann will ich auch nicht ganz so weit jetzt weggehen. Da ist die Klippe. Oh, da ist die Klappe, Freunde. Wir haben die Klappe gefunden. Wir brauchen jetzt Fallen. Wir sollten jetzt unbedingt die Klappe ein bisschen absichern. Das sollten wir machen. Ich glaube, dass das nicht mehr befreit wird. Och, da. Okay, das Problem ist jetzt natürlich, eigentlich bräuchten wir noch eine Falle. Das wäre jetzt das Allerbeste. Aber nachdem sie ja da gelaufen ist, traue ich mich gerade nicht. Ha! Ja, hat doch geklappt, Freunde, hat doch geklappt. Aber natürlich nur, wenn wir sie auch noch irgendwie hinunterbringen. Das haben wir auch. GG! Das war eine lange Folge, gell? Das war eine lange Folge, Freunde. Wir haben alle gemacht. Hat am Anfang gar nicht so ausgeschaut. Natürlich jetzt auch Glück gehabt, dass wir die Klappe gefunden haben. Niemand ist entkommen. GG, Freunde. GG. Gut. Mittlerweile denke ich auch schon daran, dass wir das Spiel bewerten. Sehr gut, Freunde. Wir haben 38.000 Punkte. Ich ist vielleicht momentan gerade wieder etwas, dass es doppelt zählt oder so. Ich weiß es nicht. So, dann machen wir doch mal da weiter. Was haben wir hier? Eine ungewöhnliche Opfergabe. Gut, das ist jetzt nicht ganz so interessant. Zumindest nicht für mich. Dann, was ist denn das? Der starke Sprungfeder. Eine große und schwere Sprungfeder, die den Bärenfallenhalterungen eine ordentliche Ladung Stärke zufügt. Erhöht leicht die Schwierigkeit, aus Bärenfallen zu entkommen. Erhöht leicht die Bergungszeit von Bärenfallen. Erhöht leicht die Einstellzeit von Bärenfallen. Betrifft alle Bärenfallen. Beeinflusst vom Tüftler-Perk und Effekt summiert sich.
Das nehmen wir doch auf jeden Fall mit, gleich zweimal. Was haben wir hier? Gewährt 35. Okay, das ist eine Opfergabe. Und da kommt man zum Perk-Kämmer. Deine eifrige Pflege der Haken, die du im Keller gefunden hast, haben das Interesse des Entitus geweckt. Die Kellerhaken gewähren die folgenden Boni: 3% schnellerer Entitus-Fortschritt, 5% erhöhte Schwierigkeit für Fluchtversuche und 3% erhöhte Strafmaß für misslungene Fluchtversuche. Okay, der Perk ist mir aber jetzt eigentlich nicht ganz so wichtig, da ich viel zu selten in den Keller gehe. Aber mir geht sie vor den Punkten her aus, also können wir natürlich mitnehmen. Ich werde ihn aber, glaube ich, jetzt nicht probieren. Da haben wir das auch. Bärenfallen, Add-on. Den nehmen wir mit. Und dann nehmen wir doch das einfach auch mit, denn das können wir verwenden mit den 25% mehr Blutpunkten, Freunde. Okay, da diese Folge so lange war, mache ich jetzt aber keine Runde mehr. Ja, es ist zwar vielleicht trotzdem noch ein bisschen kurz, aber ich muss ein bisschen vorproduzieren, Freunde. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Auch beim nächsten Mal wird es nochmal eine Killerrunde mit dem lieben Fallensteller geben, denn langsam macht er mir Spaß. Somit bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.